Okay, Leute, da ich mich immer noch nicht so super fühle, werden wir ein Video machen, in dem man nicht mein Gesicht sieht. Und wie der Titel es verrät, dieser Schlingel, wie immer. Es geht darum, günstige Klamotten teuer aussehen zu lassen. Und wir fangen mit Kick-Basic-Klamotten an. Ich habe mir ausgesucht folgende Artikel. Und zwar einmal dieses pinke Oberteil, ein bisschen größer, als ich es eigentlich tragen würde. Aber es war im Sale, deshalb hatten sie es nicht mehr in meiner Größe. Ich muss es leider in der 40 nehmen. Ihr seht, es ist Organic Cotton. Es ist sehr interessant. Es war reduziert von 2,99 € auf 1,99 €. Und mit diesem Teil habe ich schon was ganz Tolles geplant. Bleibt also dran. So. Dann haben wir als zweites dieses schwarze Basic-Oberteil. Das war leider nicht reduziert, aber es ist trotzdem super billig. Hier haben wir den Tag. 2,99 €. Auch dieses Organic Cotton. Keine Ahnung, ich habe mir das nicht genau angeguckt, aber es hat sich schon mal gut angehört. Ich glaube, das ist auch der Trick hinter diesem Tag. Und bei dem bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich damit was machen soll. Denn es ist nicht ganz das Weiß, was ich eigentlich wollte. Das ist mir erst zu Hause aufgefallen, als ich es hier ausgelegt habe. Es ist sehr gelb. Also im Vergleich zu meiner Bettdecke. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Auf jeden Fall. Es ist halt so eine Eierschale. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall war das reduziert von 9,99 € auf 7,99 €. Und ich habe mir den riesig geholt. Ja, ich habe mir den in 48 geholt. Das ist die größte Größe, die sie als kleine Größen da hatten. Weil die haben ja auch noch so eine Abteilung für Übergrößen. Da geht es dann, glaube ich, bei 44 los oder so. Und geht dann aber bis 52 oder so. Oh Gott, lasst mich nicht lügen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, diesen Winter sind weiße Oversize-Pullis super in. Und ja, ich kenne halt das Problem, wenn man halt nicht viel Geld hat, dass man nicht gerade 50 € hat, um sich einen schönen Oversize-Pulli halt in guter Qualität zu holen. Deshalb versuchen wir vielleicht doch was hier mitten zu machen. Mal schauen. Ich kann es nicht versprechen, aber den habe ich auf jeden Fall auch geholt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch dieses Teil. Das ist ein hot pinkes ja, Longshirt, würde ich sagen. Es ist auch so eine Art Knits, beziehungsweise Strickpullover, aber sehr dünn, wie man sieht. Fühlt sich echt toll an und es war ebenfalls reduziert von 7,99 € auf 5,99 €. Ja, yeah. Bei dem habe ich auch noch keine richtige Idee, aber ich werde es mir noch im Verlauf des Videos überlegen, was wir damit Tolles anstellen. Das ist unser Projekt. Diese vier Teile gilt es aussehen zu lassen, als würden sie eine Menge Geld kosten. Seid ihr bereit? Let's go. Unser erstes Teil wird aus der Paris Hilton und Boohoo Kollektion sein, was wir versuchen zu rekreieren. Wir sehen es hier, dieses pinke Teil. Es ist eigentlich ein Badeanzug, aber es wird Winter und wer möchte da jetzt noch einen Badeanzug anziehen? Ich auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das Teil gibt es nicht mehr zu kaufen und wir versuchen es jetzt einfach für günstig Kick-Klamotten nachzumachen. Alles, was wir für dieses Projekt brauchen, ist ein pinkes Top. Ich habe meins jetzt bei Kick gekauft. Für 1,99 € war im Sale. Dann benötigen wir Textilkleber oder ihr könnt es auch aufbügeln, aber ich werde es kleben. Das sind Hotfix-Glitzersteine bzw. Strasssteine in verschiedenen Größen. Genau, die werde ich trotzdem mit dem Textilkleber aufkleben, obwohl man die bügeln kann. Aber ich habe keine Transferklebefolie. Deshalb habe ich mir auch so eine Vorlage hier gemacht mit dem Schriftzug. Das war etwas fisselig, deshalb habe ich das jetzt nicht in das DIY eingebunden, denn ihr könnt euch genauso gut einfach mit Bleistift auf das T-Shirt bzw. auf das Top oder das Oberteil, das ihr beglitzern wollt, einfach aufschreiben. Aber ich wollte halt eben das vorher schon mal so
als Schablone haben. Wie ihr seht, ich habe das dann fisselig ausgeschnitten und werde das jetzt dann gleich mit dem 5B Bleistift, ich habe mir jetzt extra so einen ganz weichen genommen, das hier vorsichtig aufzeichnen, dass ich eine Guideline habe. Und dann können wir auch schon mit dem eigentlichen Part anfangen. Genau. Also wie gesagt, das ist total optional. Ihr könnt auch direkt auf euer T-Shirt aufmalen, zeichnen oder wie auch immer. So, ihr seht, ich habe jetzt wie gesagt mir diese Schablone hier vorbereitet und ihr legt euren Schriftzug jetzt hier einfach auf, je nachdem, oder ihr zeichnet ihn halt direkt auf, guckt, dass es halt möglichst mittig ist. Wenn ihr so eine Schablone habt, müsst ihr halt bedenken, wenn das halt nicht mittig auf dem Papier ist, müsst ihr ungefähr euch überlegen, hier ist die Mitte des Tops, also dass das halt nicht, keine Ahnung, dann später komplett schief auf dem Oberteil ist. Genau, also ich schaue jetzt, dass das A hier relativ in der zentral ist. So. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier einen 5B Bleistift. Das ist ein sehr weicher Bleistift. Und damit werde ich mir jetzt einfach meine Kontur hier vorsichtig auf mein T-Shirt aufzeichnen. Wir wissen ja alle, Bleistift kann man wieder auswaschen, aber ich denke, das wird sowieso unter den Glitzersteinen dann verschwinden. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Man kann es tatsächlich sehen. Vielleicht auf der Kamera nicht ganz so gut, aber es ist auf jeden Fall vorhanden. Und jetzt fehlt noch der zweite Schriftzug und dann können wir auch mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Tada! Wir sind fertig. Nein, Spaß. Also jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Und zwar nehmen wir uns jetzt unsere Strasssteine und unseren Textilkleber. Also ich werde jetzt mir ungefähr mal überlegen, welche Größe ich nehmen möchte. Je größer ihr natürlich die Steine nehmt, desto weniger Aufwand habt ihr natürlich, weil ihr dann den Schriftzug schneller hinbekommt, aber ich glaube, ich werde mit zwei unterschiedlichen Größen arbeiten. So, ich habe mich für zwei Größen entschieden. Das sind einmal hier die etwas größeren und für dünnere Linien nehme ich das hier. Dann nehmen wir unseren Textilkleber und werden unseren Schriftzug vorsichtig nachpunktieren. So, mach nicht zu viele Punkte, dann so schnell arbeiten wir wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt hier noch so eine Aufklebhilfe und ich werde jetzt noch etwas cheaten, sage ich jetzt mal, und so einen ganz kleinen hier vorne noch ansetzen. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Das bleibt euch überlassen, welche Größen ihr da nehmt. Ich finde, das gibt ein ganz schönes Detail. Und alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist im Prinzip unsere Klebepunkte mit Strasssteinen zu verzieren. Und das kann eine ganze Weile dauern, also macht euch ein bisschen Musik an, guckt nebenbei einen Film oder wie auch immer. Ich würde sagen, ihr habt hoffentlich verstanden, wie das Ganze funktioniert. Ich werde mich jetzt hier dran setzen und dann werdet ihr gleich sehen, wie das Endergebnis aussieht. Und tada! Das ist das fertige Ergebnis. Schaut euch das an, wie schön das glitzert. Ich habe übrigens auch nochmal nachgeguckt. Dieser Badeanzug hätte ca. 20 Euro gekostet und im Gesamten haben wir einen Materialwert von ca. 9,97 Euro. Obwohl man die Strasssteine, die waren halt am teuersten, die haben ca. 7 Euro gekostet. Ich finde, die kann man nicht komplett dazu zählen eigentlich. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht.
Einfach aus dem Grund, weil man muss es sich ja einmal anschaffen. Danach bleiben euch aber auch noch richtig viele Glitzersteine übrig. Das heißt, wir können noch ganz viele weitere DIYs damit machen. Im Grunde genommen haben wir jetzt ein DIY, das uns die Hälfte nur gekostet hat von dem Teil, was wir rekreieren wollten. Und ich finde, wir haben diesen Job sehr gut gemacht. Aber ihr könnt sehen, das Oberteil ist richtig cool geworden. Und niemand könnte jetzt noch sagen, dass das Oberteil von Kick ist. Denn es glitzert, das ist in dem Lichtkart ein bisschen schwierig zu zeigen. Aber ich habe momentan nicht so viele Möglichkeiten hier zu filmen. Also, ich hoffe, ihr könnt sehen, dass es wirklich gut geworden ist. Und wenn ihr das nachmacht, würde ich mich super freuen, wenn ihr mich auf dem Ergebnis verlinken würdet. Gerne auf Instagram oder auf Pinterest, wo auch immer ihr es hochladet. Alle meine sozialen Medien findet ihr immer unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Nachmachen und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.